Okay, willkommen bei einem weiteren Let's Play von Gnomoria. Und ich mache genau an der Stelle weiter, wo ich letztens aufgehört habe. Man sieht ja noch das Lager, die Treppe, wo nach unten geht. Da kommen gerade die Zwerge raus. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Hier ist noch das Feld, wo einige Zwerge pennen. So, da die unsere Zwerge schon anfangen, jetzt auf dem Boden zu pennen, wollen wir jetzt mal langsam anfangen, die Zimmer einzurichten. Dafür habe ich jetzt mal hier schon mal einen Gang gegraben. Da, das wird dann unser Schlafsaal, sag ich mal. Also ich muss hier nochmal aufpassen wegen dem Wasser. Also das Wasser war hier, das ist alles halb so schlimm. Okay. Also unsere Schlafsäle, die... Es gibt zwei Arten von Schlafsälen in Gnomoria. Die Gnome können entweder in einem großen Gemeinschaftssaal schlafen, ähnlich wie bei bei Townsend ist ja eigentlich auch ein Zimmer. Aber zumindest, wie gesagt, die können entweder ein eigenes Zimmer haben oder großes Gemeinschaftszimmer. Und die Gemeinschaftszimmer machen Zwerge nicht ganz so glücklich wie eigene Zimmer. Der Vorteil bei Gemeinschaftszimmern ist, man muss die den Zwergen nicht zuteilen. Die Zwerge gehen automatisch in Gemeinschaftszimmer. Der Nachteil ist halt, wie gesagt, Zwerge sind nicht ganz so glücklich, schlafen nicht ganz so gut. Eigene Zimmer haben halt den Vorteil, Zwerge sind glücklicher. Der Glückszwerg errechnet sich dann eigentlich ganz genau daraus, wie gut eingerichtet das Zimmer ist, aus welchem Material und so weiter. Ich habe ja schon mal im letzten Let's Play erwähnt, dass Materialien bestimmen, wie viel Wert ein Gegenstand hat. Und der Wert eines Zimmers errechnet sich wiederum daraus aus welchen Gegenständen der besteht. Wände, Böden, Betten und so weiter und so fort. So. Und ich fange jetzt schon mal als an, hier zu graben. Machen wir hier so ein Zimmer rein. So ein 3x3 großes Zimmer reicht eigentlich für einen Zwerg. Die müssen nicht groß sein. Wichtig ist aber halt, dass ein Bett drin ist. Und dass halt jeder Zwerg, jeder Gnome eins hat. So. Ich kann jetzt schon mal als beispielsweise die ersten Zimmer zuteilen. Und wie man hier sieht, gibt es hier zwei Betten. Das abgeschlossene Symbol steht halt dafür, dass es ein persönliches Zimmer ist. Und der Schlafsaal hat halt kein abgeschlossenes Zimmer, weil da einfach jeder rein kann. Wie gesagt, so ein persönliches Zimmer hat halt den Nachteil, man muss es jedes Zimmer einzeln zuteilen und man muss dann jedes Mal wieder neue bauen, wenn halt neue Zwerge dazu kommen, aber die mögen das einfach lieber. So. In diesen Zimmern wird dann auch nur der Gnome schlafen, der halt dem halt das Zimmer zugewiesen worden ist. So, 1, 2, 3, also hier, Moment, was hab ich denn jetzt gemacht? Teilen. Und so. Muss ich gerade mal kurz gucken, man hat genau 9 Gnome am Anfang. Das heißt, brauche ich 9 Zimmer. Es ist ein bisschen Arbeit, das Zimmer jetzt ganz genau immer zu gleich haben will, damit es gut aussieht. Aber man will ja auch. Es ist halt auch ein Kreativspiel und Kreativspiele sind halt so gedacht, dass man halt auch seine Fantasie so ein bisschen spielen lässt und versucht, das möglichst gut aussehen zu lassen. Wer schon meine ganzen anderen
Kreativspiel Let's Plays, ich mache ja fast nur solche Spiele, gesehen hat, der weiß, dass das bei mir nicht unbedingt immer ganz gut aussieht. Ich baue da lieber ganz schnell auf Funktion anstatt auf schöne Werte. Und das wird bei Gnomoria auch nicht viel anders sein. Ich werde erst ganz zum Schluss die Wände ersetzen durch andere. Das sind hier zwei verschiedene Steinarten, ne? Was ist denn das? Das ist Basalt. Das hier doch, das ist auch Basalt, glaube ich. So, das sind ja da. Achso, der ist heller, weil da ein Gnom drin ist. Ja, die Gnome haben so ein. Die haben so ein Sichtbereich. Dieser Sichtbereich. Hält halt die Umgebung auf. Man kann den Sichtbereich aber auch durch andere Sachen erhöhen. Fackeln, genau. So wie bei Minecraft auch. Licht. Ne, Moment, das war falsch. Ich würde jetzt Zimmer machen. Ist richtig. So wie bei Minecraft auch, ist es so, dass das Licht verhindert, dass dort Gegner spawnen können. Es gibt bestimmte Gegner, die trotzdem noch spawnen. Beispielsweise die Goblins, die spawnen an der Oberwelt und zwar immer am Kartenrand. Und das sind, da das ja die ersten Gegner sind, verhindert das erstmal nicht das Spawnen. Was es aber verhindert, ist, dass beispielsweise in der Siedlung Gegner spawnen. Goblins können meines Wissens auch da spawnen, ist mir glaube ich schon mal passiert. Und man hat zudem halt auch einen Sichtbereich, wo man immer weiß, wenn da ein Gegner ist, dass er sich da nicht verstecken kann. Das ist immer wichtig, dass man weiß, wo die Gegner sich so rumtreiben. Okay, gut. Das war's meines Wissens. Ich könnte hier eigentlich noch schon mal als das Zimmer zuweisen. Aber das ist halt noch bisher noch keinem zugewiesen. So, das hätten wir jetzt schon mal. Jetzt graben wir uns noch tiefer runter. Denn wir wollen ja noch weiter. Ich könnte eigentlich. Moment. Die Wand hier noch gerade. Damit das auf beiden Seiten symmetrisch ist. Wenn ich sonst schon keinen Schönheitssinn habe, Symmetrie kann ja wenigstens noch sein. So. Und wie gesagt, jetzt graben wir uns noch tiefer. Und zwar haben wir hier noch eine. Moment. Ich kann gucken. Zu erkennen, welches Feld das jetzt genau ist. So muss das sein. Okay. Muss ich mal kurz gucken. Das ist ein 6x3 Feld, okay. 3, 6. Schon das praktisch mit dem, dass der hier angibt, wie groß das Feld insgesamt ist. Damit kann man so leichte Messwerte immer wieder übertragen. Das ist eigentlich praktisch. Sehr praktisch. Okay, warum ich jetzt hier unten gleich nochmal. Moment, das stimmt doch aber gar nicht. Oder? Ist es ein 4? Weil habe ich mich vorhin vertan. So. Und da war eben das hatte mit den zwei Teilen, da kommt dann auch hier der Gang rein. So, warum ich jetzt hier nochmal eins reingepackt habe, ist, weil wir müssen langsam mit unserer Produktion anfangen. Und zwar nicht nur Lebensmittel, sondern auch andere Sachen. So,
Aber von Lebensmitteln. So ist es hier. Das Essen noch nicht eingelagert worden. Ach so, weil hier die ganzen. Da ist kein Platz mehr, klar. Na gut, dann lassen wir das erstmal. Aber. Oh! Da ist ein. Da ist Kohle. Okay, gut. Kohle ist wichtig. Kohle braucht man beispielsweise für die Fackeln und logischerweise auch für. Vielleicht bin ich ein bisschen verschnupft, deswegen muss ich meine Nase öfters mal putzen. Ja, auch der. Auch an mir zieht der Heuschnupfen nicht vorbei. So, das Kohle ist wichtig für Fackeln und später auch für Erze zu fördern. Was logisch ist. Aber das ist allerdings eigentlich ein ganz gute Sache, dass man das so früh gefunden hat. Gestein und Kohle, das sind so die wichtigsten Sachen, die man ganz früh finden muss. So, was ich aber jetzt eigentlich machen wollte, ist ein Lager. Das könnte eigentlich auch ein bisschen breiter sein, finde ich. Dann mache ich hier auch noch mal so. Und zwar haben wir ja vorhin uns die ganzen Lebensmittel oben ausgelagert. Jetzt kommt. Kommen unsere Rohstoffe hier runter und eigentlich der ganze andere Kram, den man nicht braucht. So, 27. Passt das so? Ich kann nicht sehen, das ist vielleicht ein bisschen zu groß. Was aber so. Ja. Einfach hier 7 und hier 7. Dann passt das. Dann nur noch hier so 7. Das ist schon eine volle Winkel, nicht wahr? 1, 2, 3, 4. Das stimmt aber. So, jetzt kommt ein sehr, sehr, sehr langwieriger Arbeitsprozess. Leider. Oh! Schon so früh Erz gefunden. Das ist doch nicht wahr. Das sieht ja aus wie Kupfer. Und es ist. Ach, komm schon. Ich find's eh raus. Dann muss ich das auch nachher. Ja, es ist Kupfer. Sehr gut. Das fängt ja richtig gut an schon. Stein, Kohle, Kupfer. Da kann ich schon ziemlich viel machen am Anfang. Dann kann ich gleich schon Waffen bilden. Dann bin ich eigentlich schon relativ gut vorbereitet. Okay. Genau gegenüber unseres Lagers packen wir jetzt nämlich unsere unsere Werkstatt ein. Und die muss erstmal nicht ganz so groß sein. 2, 3. Na doch, ein bisschen noch. So, das reicht erstmal. Die kann man dann später noch genau erweitern. Man kann es ja auch so machen, die meisten Seiten und Spielhelfen empfehlen eigentlich die Werkstatt immer so zu bauen. Werkstatt. Und direkt dahinter gleich das Lager. Also praktisch gesehen, wenn hier die Werkstatt sein würde, dann genau hier auch gleich das Lager, dass sie nur von hier nach dahin packen müssen. Das mache ich nicht. Ich baue das eigentlich immer so, dass das Lager gegenüber steht, weil ich keine Lust habe, für jede Werkstatt dann ein eigenes Lager hinzubauen. Mache ich immer einen Raum mit allen Werkstätten und einen Raum mit den ganzen Materialien, die gelagert werden, aber beides ziemlich nah, dass es dann doch nicht so weit laufen muss. Es ist immer ein wichtiges Ding, die Laufstrecken so kurz zu machen wie möglich, weil hier sieht man schon, die schlafen ziemlich schnell ein. Deswegen auch ganz oben immer die Lebensmittel, die Küche und der Gemeinschaftsraum, dann die Schlafstätten, dass sie davon nicht immer zu weit laufen müssen, und dann können unten die Werkstätten mit den Rohstoffen hin.
So. Jetzt haben wir eigentlich schon an Lagern eigentlich alles so ziemlich gemacht. Moment, das Lager muss ich noch erweitern. Okay. Jetzt müssen wir natürlich auch noch sagen, dass das als Lager erkannt werden soll. Und hier kommt dann jetzt eigentlich alles andere rein, was nichts mit Lebensmitteln zu tun hat, mit Pflanzen, mit... genau. Das kommt hier nicht rein, sondern stattdessen nur alles andere. Pflanzen lasse ich auch lieber oben, weil dann können die nämlich oben gleich auch die Pflanzen verbauen. Ups, ein bisschen zu weit hoch. Und jetzt fangen sie an, auch alles erstmal da einzusetzen. Und das dauert ziemlich lang. Das dauert unglaublich lange. Damit werden sie auch eine ganze Zeit lang noch beschäftigt sein, wenn sie das einsortiert haben. Weil, wie man sieht, ist hier ziemlich viel frei. Man sollte die erstmal machen lassen und stattdessen noch versuchen, hier Farmen und sowas aufzubauen, während die das machen. Wir machen jetzt was anderes, wir machen jetzt noch eine Tierweide. Tierweiden sind sehr wichtig, weil Tiere sind auch sehr gute Produktionsstätten und man sollte die Tiere so schnell wie möglich auf einem Platz haben, weil Goblins haben die nervige Eigenart, eure Tiere anzugreifen und zu töten, falls sie nicht unterbunden werden. Und wenn Tiere tot sind, dann vermehren die sich nicht. Deswegen ist es wichtig, so früh wie möglich die Tiere zu halten, dass man dann genug Tiere nachproduziert hat, weil Tiere vermehren sich logischerweise auch. Man braucht halt, wie man hier sieht, männliche und weibliche Tiere und die sollten dann möglichst früh sich hier schon vermehrt haben. So, jetzt sieht man ja schon wieder das grüne Symbol, dass dann einer schon dran ist, ein Tier zu holen. So, das zweite, was wir jetzt machen werden, ist Holzfällen. Wir müssen jetzt wirklich langsam anfangen zu produzieren, deswegen gebe ich jetzt den Auftrag, diese ganzen Bäume zu fällen. Die ganzen Birken. Und, nein, das ist falsch. Achso, das haben sie hier nicht. Das muss ich selbst machen. Danach gibt man den Auftrag für eine Waldschule, wo dann die ganzen Bäume nochmal hingepflanzt werden. Und zwar, so, jetzt habe ich noch gar keine. Muss ich noch gerade warten. Bis sie die ganzen Teile. Jetzt. Nee, immer noch nicht. Okay. Muss warten, bis Setzlinge auftreten. Jetzt aber geht's. So. Nur eins. Damit natürlich nicht erstmal der Baum gleich immer gefällt wird und es sich nicht weiter vermehren, sagt man erstmal, dass nur die Setzlinge die Triebe abschneiden sollen und diese dann neu einpflanzen sollen. Das dauert dann ein bisschen, aber das lohnt sich mehr, damit man alles voll hat. So, das gleiche machen wir jetzt aber auch hier mit den Bäumen. Mit den Äpfelbäumen. Okay, ich merke gerade, dass die Zeit schon wieder gleich vorbei ist. Ich gebe mir noch gerade den Auftrag schnell. Und das noch weg. Nee, falsch. So. Also dann sage ich schon mal als Tschüss und bis zum nächsten Mal.